Vor der Kompression des Lymphödems wird die Haut der Extremität mit adäquater Hautpflege versorgt. Dies ist bei Lymphödem-Patienten unerlässlich. Wir beginnen mit einer 6 cm breiten und halbierten Molelastbinde und wickeln von der Großzehe zur kleinen Zehe. Der Bindenanfang liegt auf der Fußsohle und wird sofort zum Großzeh geführt. Die Zehenbinde der ersten Haltetour wird über den Fußrücken Richtung Kleinzehengrundgelenk geführt. Sie bedeckt hierbei alle Schwimmhäute, damit diese mit den nächsten Touren dicht gewickelt werden können. Am Zeh immer die ganze Bindenbreite fixieren, damit die Binde nicht verrutscht. Die Haltetouren werden ohne Zug und versetzt zueinander angelegt. Zur Polsterung des Fußrückens benutzen wir Zellona Synthetikwatte. Die Watte legen wir im Bereich der Grundgelenke schräg, sodass die Großzehe bis zu 2 cm bedeckt ist. Mit der weichen Kompressionsbinde Rosidal SC folgen wir diesem schrägen Verlauf entlang der Grundgelenke zum Calcaneus. Wir fixieren retromalleolär 2 mit TG-Schlauchverband geschützte Komprexnierchen und legen sie mit der konvexen Seite auf die Haut. Die Rosidal-SC-Binde führen wir mit einer flachen Achtertour um das Sprunggelenk, den Fuß und den Unterschenkel zirkulär bis zur Patella. Hierbei achten wir darauf, dass der Fuß in maximaler Dorsalextension gehalten wird. Zudem kann eine zweite Binde angewickelt werden. Für die Polsterung mit Zellona Synthetikwatte und Rosidal Soft in Kombination mit dem TG-Schlauchverband wenden wir dieselbe Technik an. Es ist darauf zu achten, zunächst den TG-Schlauchverband hoch genug anzulegen und im Fußbereich über den zehn Grundgelenken faltenfrei umzuschlagen. Zur Polsterung wird zunächst die Synthetikwatte und anschließend die Schaumstoffbinde Rosidal Soft genutzt, die in derselben Art und Weise angelegt wird, wie zuvor mit Rosidal SC gezeigt. Die Kurzzugbinde läuft vom Kleinzeh Richtung Großzeh. Wir beginnen am Vorfuß. Der Bindenanfang der 6 cm breiten Rosidal-K-Binde liegt auf der Fußsohle im Bereich der Fußwurzelknochen, Tarsus. Der Großzeh wird bis zu 2 cm mit einbandagiert. Die Binde wird sehr schräg gelegt und immer wieder nachgestrichen. Dieser Vorgang wird öfters wiederholt. Anschließend wird die Binde eine halbe Tour nach proximal versetzt und von der Fußsohle aus hinter dem äußeren Malleolus hochgestrichen. Dann wird eine Haltetour gelegt und die Binde unter dem inneren Malleolus her wieder zur ersten Tour zurückgeführt. Weitere Bindentouren werden in dieser sogenannten Steigbügeltechnik im Bereich der Grundgelenke angewickelt, bis die Binde vollständig aufgebraucht ist. Haltetouren werden immer versetzt angelegt. Wir beginnen mit der Bandage des Fußes am Vorfuß, von der Kleinzehe zur Großzehe über Dorsal entlang der dort liegenden Bindenkante. Vom Fußrücken aus führen wir die 8 cm breite Rosidal-K-Binde flach zum Calcaneus sowie zur Achillessehne und zurück zum Fußrücken bis zur Fußmitte, die Franche Linie. Circa 4 cm versetzt wird die Binde nach proximal gewickelt, die zweite Tour schließt die Ferse.
Die Binde wird noch einmal vom dorsalen Calcaneus nach distal zum Großzehengrundgelenk geführt und hierbei wird die Rosidal K unterhalb des lateralen Malleolus gut anmodelliert. In dieser Technik wird fortgefahren, nachdem eine weitere Tour im Bereich der Grundgelenke angelegt wurde. Die Binde endet oberhalb des Sprunggelenkes. Die nächste Rosidal-K-Binde wird bei Bedarf nochmal um die Ferse gewickelt. Dies erfolgt mit Achtertouren Richtung Knie. Zwischendurch kontrollieren wir die Abstände der Bindentouren und somit auch den Druckverlauf. Die nächste Binde wird gegenläufig bis zur Patella gewickelt. Der Abschluss erfolgt mit einer zirkulären Abschlusstour, die gut abgeklebt wird. Der Oberschenkel wird im Stehen gewickelt. Wir benutzen ein Kniekehlenpolster aus Polsterwatte und fixieren es mit der weichen Kompressionsbinde Rosidal SC. Die Oberschenkelbandage überlappt die Unterschenkelbandage ca. 5 cm. Mit dieser Binde wickeln wir zirkulär bis zur Leiste. Wichtig ist, dass die Binde hoch genug in der Leiste liegt. Zur Stabilisation der Kompression empfehlen wir eine 20 cm breite Idealbinde. Diese ist möglichst mit zwei Touren im Leistenbereich anzulegen. Auch die Idealbinde wird nah am Körper abgewickelt und immer wieder gut nachgestrichen. Der Rest der Stabilisationsbinde kann wieder zurückgewickelt werden. Die nächste Rosidal-K-Binde in 10 oder 12 cm Breite bildet den Übergang vom Unter- zum Oberschenkel und beginnt erneut am Unterschenkel. Es wird zirkulär bis zum Knie gewickelt. Die Knietour wird mit einem Kreuz in der Kniekehle angelegt. Die Patella bleibt dabei frei. Anschließend nehmen wir für die Kompression des Knies eine weitere Rosidal-K-Binde in 12 cm Breite, die wir unterhalb der Patella ansetzen. Um eine halbe Bindenbreite versetzt, wird in Achtertouren über die Knieregion etwa ein Handbreit bis oberhalb der Patella gewickelt. Im folgenden Schritt legen wir eine neue Rosidal-K-Binde in 12 cm Breite oberhalb der Patella an und führen sie in zirkulären Touren Richtung Leiste. Den Abschluss bilden zwei zirkuläre Touren. Eine nächste 12 cm Binde je nach Druckverlauf anlegen. Das Bindenende wird mittels Pflasterstreifen, wie zum Beispiel Silka Fix oder Poro Fix, 4 bis 7 cm unterhalb des Abschlussrandes gut festgeklebt.